Du hast da zwei Bänke und dann fliegst du das drauf. Magst du das erst noch mit die Rückseite? Ich glaube, wir sind mit den zwei Rollen jetzt ausgelassen. Okay. So. Du musst das mit den Händen nehmen. Ja, ja. Der Dank steht hier. Was? Die Krippen, sie führen uns hin in die Mitte unseres gemeinsamen christlichen Glaubens, hin zu Jesus Christus. Und es gibt so ein schönes Wort, und wäre Christus 1000-mal in Bethlehem geboren und nicht in deinem Herzen, so wärst du doch verloren. So wollen uns die Krippen einladen, dass wir uns immer wieder neu zu Jesus Christus, unserem Herrn und Retter, hinwenden. Wenn man sich sein Leben als einen Holzstab quasi vorstellt, dann gibt es da gewisse Einkerbungen. Und alle zwei Jahre, wenn ich bei dir da einer gehe, denke ich, boah, ein Zeitanzeiger. Es sind seit dem letzten Mal nicht gleich ein Jahr, sondern zwei Jahre vergangen. Und es ist immer ein Höhepunkt des Advents, da diese Krippenausstellung zu sehen. Aber eine ganz wichtige Insel des Stillstandes positiv ist dieser Saal hier, der normalerweise ein normaler, profaner, nackter Turnsaal ist und der alle zwei Jahre in eine Insel des Stillstandes verwandelt wird, wo man reingeht, wo man Ruhe findet, wo man runterkommt, wo man dann die Leute bewundert, die diese Kunstwerke geschaffen haben. Die Kunstwerke selber bewundert man auch. Nicht umsonst, und das hat mich heute sehr gefreut, in der Früh, wie ich die kleine Zeitung aufgeschlagen habe, dass mir der Gerald und der Adi als Steirer des Tages entgegengebracht haben. Das haben sie sich redlich verdient seit vielen Jahren und das hat mir halt wirklich taugt, als meiner Frau gesagt, schau, diese Leute werden auch geehrt und auf eine Bühne gehoben, die sie sich wirklich verdient haben. Hallo!
Volley von Brüssel gerade gekommen, weil es mir wichtig war, da dabei zu sein. Eine Überraschung wartet ja auf mich und da ich schon ein bisschen nochmal umgespitzen sehe, dass die Krippe da war, die war schon sehr neugierig. Ja. Wirklich einer in den Ort der Stille, der Ruhe und man glaubt, man kennt die Region und man kennt viele Leute, aber was ihr da gezaubert habt, das ist wirklich ertreibt. Also wirklich unglaublich, denn wie man einen Turnsaal so füllen kann und da merkt man wirklich, wie viel Herzblut da dabei ist, dass man das so mit Leben füllt und mit der weihnachtlichen Zeit füllt. Und ich glaube, da können es alle stolz sein, das heißt zu Recht die Steirer des Tages, weil das muss man mal in die Hand nehmen können. Praktisch. Sind das nicht da? Kann man in zwei Lose diskutieren. So, danke. Ja, wir sind gleich später. Thank you.
Martha Schmidt, hätte ich es richtig gesagt. Ich habe einmal Versprecher gehabt, habe ich Schmerz gesagt. Und dann auch, beim nächsten Mal hat sie gleich Gedichte gemacht drüber. Nicht? Und ich war der Bummel. Nein, ist nicht. Sie ist aus Eisenerz. Ihre Hobbys sind, sie ist Krippenbaumeisterin, dort schnitzen, dort malen. Sie spielt auf der Harmonika. Ganz besonders Obfrau Eisenwurzen, noch besonders, sie leitet auch das Krippenmuseum in Eisenerz. Wenn ihr einmal nicht wohin willst, wenn ich gar langweilig ist, fahrt einmal nach Eisenerz ins Krippenmuseum. Gehst nach Krippenmuseum, ein uriges Museum, wirklich, zur Verfügung steht gleich von der Stadtgemeinde. Martha, schön, dass du da bist, freut mich, wirklich, danke. Ich weiß, du hast dich nicht weggerissen und du hast gesagt, da fahre ich auf, hast irgendwo noch irgendein Gasthaus, hast noch Harmonika gespielt und dann habe ich gesagt, nein, um 7:30 ich muss die Stein sein. Danke, dass du da bist. Jetzt bitte unseren geschätzten Bürgermeister der Gemeinde Sölk in Werner Schwab zu mir auffahren. Gehst du übers Hintertierl? Das hat aber nichts politisch zu tun werden, oder? Warte noch mal die Krippenmannschaft, ja? Hast du gefallen? Jetzt kannst du lieber rein, gell? Ich habe gerade der Tür eingeholt. Dass ich flippen kann. Ich habe die Tür wieder weg, dann, weil ich wisst, ob die kommen aus der Ruhe und nicht aus Wern, was? Werner, danke, dass du da bist. Schön, dass du die Zeit genommen hast. Meine deine stressigen Zeit. Gemeindezusammenlegung 2015, unser neuer geschätzter Bürgermeister Werner Schwab. Bitte. Nun, lieber Geri, geschätzter Herr Obmann des Krippenbauvereins, aber am heutigen Tage ganz besonders, liebe Besucher aus dem bergigen Tirol, der Krippenbauverein, der Herr Obmann und seine 94 Mitglieder haben die ganze Woche hart gearbeitet. 56 Leute waren mit dabei und haben die Halle dekoriert, haben Vorhänge eingebaut, wo es normalerweise keiner gibt, haben die Lampen zugehängt, haben die Wand mit Transparente überzogen und haben in vielen hundert Stunden Arbeit dieses Ambiente geschaffen, das jeden Besucher schon beim Eingehen ein kleines bisschen ruhiger macht und da auf die ruhige Zeit, auf Weihnachten einstimmt.
daheim in einem Landl, das weiß ich ganz gewiss. Wenn man die Augen nur aufmacht, wie ein kleines Paradies. Wir haben Berge zum Klettern und Wege zum Wandern und kein Bundesland kannst vergleichen mit dem anderen. Wir haben ebene Felder, wo alles wächst und gedeiht. Wir haben Burgen und Schlösser aus vergangener Zeit. Wir haben Weinberge, wo ein gutes Tröpfel reift und riesige Wälder, die man mit Andacht durchstreift. Wir haben Bodenschätze, die wir respektvoll verwerten. Unsere Almen sind wie paradiesische Gärten. Wir haben Flüsse und Seen, so rein und so klar und herrliche Denkmäler seit ein paar hundert Jahren. Ich glaube, wie der Herrgott sich das Paradies hat erdacht, hat er mit unserem kleinen Landl den Anfang gemacht. Also sucht er sich ein nettes Quartier und höflich fragt er den Portier, ob er ein Zimmer haben kommt. Der Wirt, der schaut nach und er kennt ja schon einen kleinen Gewand, der Haberer, der ist vom Land. Es tut mir leid, nein, sagt er gleich, ich hab kein Zimmer nicht mehr frei. Der Glinzer will schon rausgehen, auf einmal bleibt der Stock steif stehen und fragt den Wirt, wo es war, er meint, es kam der Bundespräsident. Darauf stellt der Wirt ganz schnippisch fest, für solch prominente Gäste haben wir ein Zimmer jederzeit. Da sagt der Glinzer voller Freude, dann nimm heut Nacht halt ich das Zimmer, der Bundespräsident kommt heut nimmer. Wir sind der einzige Krippenbauverein, der was eine Hausmusik hat. Die Hausmusik heißt, wegen dem so, sie begleiten uns schon seit 1991, wie wir gegründet worden sind, haben sie uns bei der ersten Ausstellung musikalisch begleitet und das zieht sich jetzt über 18 Jahre hin. Die Celia da hinten auf der Harmonika war damals 3 Jahre. Gell? Danke, dass uns wirklich begleitet bei unseren ganzen Veranstaltungen, bei unserer ganzen Krippenausstellung. Ganz, ganz toll. Thank you.
aber überhaupt nicht. Keine versteckten Geheimnisse, die ich überhaupt nicht. Also überhaupt nicht. Du musst Kämmer und Leiten das an. Und dann nehmen wir Treffen da, alle sagst du, ist sie groß für mich, gell? Und die, gell? Krippenfreunde, darf Sie ganz herzlich begrüßen hier in Stein an der Enz und danke natürlich gleich vorweg für die Einladung hierher. Ich habe schon gesehen, heute haben viele den gleichen Weg, und zwar den Weg zum Krippelschauen. Zum Krippelschauen nach Stein an der Enz. Also ich komme vom Harzberg. Auf den Straßen wahnsinniger Verkehr heute. Es ist kalt draußen, aber wenn man diese Halle, was eigentlich von der Stimmung her keine Halle ist, sondern ein sehr stimmungsvoller Rahmen, wenn man diesen Rahmen betritt, erfährt man einfach Stimmung pur. Licht, Wärme und vor allem das Kind in der Krippe. Das Kind in vielfältiger Weise, also ich komme vom Staunen nicht heraus, wie vielfältig hier die Krippe in den unmöglichsten, in den
fachgerechtesten Darstellungen, also unglaublich, von der Schneegrippe über die orientalische, die heimatliche und die, diese Nachbauten, die hier in Stein an der Enz gemacht werden, grandios. Und ich darf der Leitung des Vereines mit Herrn Obmann Geralter und Krippenbaumeister Herrn Adi Barazzutti und ich sehe auch den Landeskassier neben mir da, Herrn Johann Zach. Also gratuliere euch zu eurer großartigen Ausstellung und ich wünsche euch weiterhin die Kraft und Energie, das Ganze weiterzuführen und noch vielen, vielen Menschen Freude zu bereiten, indem ihr euer Wissen weitergebt, euer Wissen im Krippenbau, damit viele Familien den Zugang zur Krippe schätzen lernen, lieben lernen und allen Kursteilnehmern. Ich habe gehört, es sind da ganz viele Krippen, 92 Krippen, die in den Kursen gefertigt wurden. Ich wünsche allen, dass das Kind in der Krippe den richtigen Platz in euren Familien finden möge. Gesegnete Weihnachten euch allen. Dankeschön. Das ist ja mal zusammengerissen worden. Ich habe mir gedacht, dass das ein bisschen dreckig ist.